Was ist das denn? I think the dogs are minded their own. I wonder if they want to hurt me. Or let's be hard with the dog. Hallo, hier ist Tom und da ist Deno. Und wir spielen heute zusammen eine Horror-Map und zwar The Dollmaker. Und wir haben ja eigentlich schon alles eingestellt, so wie es sein müsste. Ich habe endlich mal es hingekriegt, meine Helligkeit von meinem Bildschirm hochzudrehen, weil ich sonst immer nichts erkannt habe im Dunkeln. Ja, und dann würde ich sagen, macht euch bereit. Ich möchte davor warnen, das steht sogar hier. This map may contain some graphic and scary images not suitable for all audiences. Ja, also wenn ihr Schiss habt, dann guckt das nicht. Und auch nicht, wenn ihr eine Puppe seid, ja? Bei Dollmaker und Puppe und was? Wir machen ja jetzt Puppen. Also keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall viel Spaß. Wir schauen mal. Oh, hä? Your game has been updated. Gemacht. Setting time. Nein, ist richtig so. Teleporting the player. Welcome to the Dollmaker by Chronik Le Beast. Alter, ist das dunkel, Mann. Ja, das sag ich ja. Hast du Helligkeit höher gestellt? Ah, warte. Alter, was ist das denn? Videos. Oh, ich hänge. Ja, ich hänge. Ist aber trotzdem dunkel, ja. Aber guck dir mal den Typen hier an. Alter, ist ja wie Chucky. Oder so. Die Mörderpuppe, ja, Chucky, ja. Die Mörderpuppe. Oh ja, mein Kalender. Kalender, November 1987, am 12. Sagt mir alles. Was sind wir denn jetzt hier? Wo geht's denn jetzt hier lang? Keine Ahnung, wir sind hier in einem Office aufgewacht und hier ist, ach, Alter, das, hier soll, das hier ist ein Computer. Ah, guck mal. Current Date. Ah, okay, cool. Kannst du das lesen? Ja. Dann ist ja gut. Watch out for doors on sides of corridors. Alter. Hä? Das für Geräusche. Kommst du jetzt mal raus? Achso, war das schon eine Challenge? Aber haben wir jetzt ja, das war die erste Challenge. Wir haben sie gemeistert. Okay. Watch out for doors. Was nochmal? Guck mal da, guck mal. Was ist das Watch denn, Alter? Watch out for doors on sides of corridors. Okay. Was ist das denn hier? Guck dir das mal an. Ja, das bin ich. Nice, süß, das süß. Das war ich früher. Geil. Okay. Ah, das ist ja, also wir sind ja quasi bei einem Puppenmacher. Ne? Geht das jetzt schon los? Werden wir jetzt schon erschreckt oder so? Nee, die Map fängt erst in 15 Minuten an. Wir müssen erstmal durchgehen. Ah, okay, gut. Okay, das ist auch, wer ist das? Das Leonardo, ist der 19. Da Vinci. Nee, das ist Da Vinci. Du bist auf jeden auch Fall. So Da Vinci. Das ist aber abgefallen. Ah, okay. Ja, kenne ich. Ja. Irgendeine Marie wahrscheinlich. Und die das sehen hier alle ist, voll creepy aus. Ich glaube, das ist der das Point. Hier das ist, wie heißt die? Whistlers Mutter. Von Mr. P. Whistlers Mutter. Ah! Alter. Mann, Alter, ich lebe schon irgendwo fest hier. So ein Arsch, Alter, der steht hier mitten im Gang. Warte mal, da ist ja noch eine Tür, guck mal. Oder? Kann man da hin? Da ist noch eine Tür dahinter. Watch out, hat er gesagt. Hat er gesagt, watch out? Du hast da hinten, du hast die Rüstung. Ach so. Ach, das war die Tür. Ach so. Das sind ja liebliche Geräusche. Du hast die. Wo bin ich denn jetzt? Ach so, du hast die Dings von der angezogen. Lol. Nice. Darf ich das? Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich liegt jetzt ein Fluch drauf. Okay. Gehen wir mal weiter. Oh. Okay. Das war schon. Hilfe. Alter, geht's lang? Also jetzt ist es. Das ist so nix. Dunkel, das ist so dunkel, Mann. Also hier ist Wolle? Hier geht's weiter. Hier. Ah, okay. Boah, das sieht voll geil aus, Alter, mit den Glasscheiben und so. Ja gut, okay, das Eisengitter daneben sieht ein bisschen scheiße aus, aber so. Was mit den Fenstern? Was ist denn jetzt? Cool. Gibt es eine Story dazu, irgendwie einen Hintergrund? Müssen wir jetzt irgendwas finden oder so? Oder? Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Wir sind, also ich kann da mal kurz eine Story sagen, wir sind quasi in einem Büro aufgewacht. Wir wissen nicht, wer wir sind. Wir wissen nicht, wie wir da hingekommen sind. Und unsere einzige, ja, das Einzige, was wir rausfinden können, ist halt, dass wir diesen Ort hier verlassen und dass wir dann so langsam wieder zu klarem Verstand kommen. Aber wir merken halt hier, dass hier abgeschlagene Köpfe sind und dass wir hier anscheinend bei einem Psychopathen sind. Hat er alles geschlachtet, Mann? Villager! Alter, vor allem, der kann die Köpfe nicht mal richtig hinstellen. Ja, echt mal. Richtiges Arschloch. Ey. Okay. Das ist schon ziemlich. Vor allem, das sieht aus wie am Fließband, Alter. Boah. Kann ich dir. Wir sollen aber keine Blöcke kaputt machen, also. Und das sind Armor-Stands hier. Warum sind die hier? Da? Ja, wahrscheinlich sind das dann die Requisiten. Also die. Vielleicht macht er, Das ist sicher so ein iRobot-Szenario. Da macht sie seine eigenen Gangster-Puppen, die alles zerfetzen dann. Okay, kommst du mit? Ja, wo geht's denn lang? Ich will bloß, dass du vorgehst. Okay, hier vor. Aber das kann auch von Nachteil sein. This factory is using human heads to make their dolls. Ach, das sind wir, die das sagen. Achso, this factory is using human heads to make... Okay. Restrooms. Wo bist du?
Ich bin im Restroom. Alter, Sound, Sound, Sound. Wow. Alter, okay. Wo bist du? Düstere Stimmung. Hier, hallo. Hier. Ach so. Stell deine Helligkeit höher, ohne Witz. Es ist hell. Es ist hell, aber es ist ich. Ich verliere dich sonst auch im Leben. Ah, okay. Soll das jetzt ein Spiegel sein? Ist das ein Spiegel? Das ist aber ein kaputter Spiegel. Hä? Nee, der geht doch. Hä? Nee, stimmt. Nein, der geht nicht. Okay, die Toiletten sind alle ziemlich voll. Die sind alle verstopft. Wir sind Geister. Wir sind schon tot, glaube ich. Wir liegen da schon auf dem Fließband. Ach so. Ja, das ist bestimmt dann, das ist am Ende von der Map dann so. Du warst die ganze Zeit tot. Vielleicht sind wir ja die Mörder. Hey, es ist die Musik aus, ich gehe wieder zurück. Das war schön. Okay. Ja, das war echt coole Musik. Okay. Wir sollten schon längst durch sein. Wir bringen ja viel zu viel Zeit. Ja, okay. Nee, ich gucke mir alles an. Ja, was ist das denn hier? Das ist. Hier ist eine Kiste. Hier ist nichts. Warte, ich hab was. Ja, das war ich. Okay. Okay. Okay, was ist das hier? Storage. Kommst du mit? Ja. Okay. Mann, wo bleibst du denn? Okay. Ja, alles klar. Alles leer. Was steht denn hier drauf? Hier ist was drauf. Was ist das? Newspaper sind das, oder? Zeitungen. Ja. Da gibt es irgendwas auch drauf auf den Thron. Ja, hier ist gar nichts drin. Die Born Kiste kann man nicht öffnen. Where? Press the red button. Red button? Don't make wrong turns. Okay, das ist natürlich sehr gut. Es gibt ja jetzt drei verschiedene Wege, die wir gehen können. Ach so. Wenn wir mit den falschen gehen, dann haben wir wahrscheinlich verkackt. Ja, was, goldene Mitte würde ich sagen, oder? Nee, würde ich nicht sagen. Ich glaube, das will er uns denken lassen. Lass uns nach rechts gehen, oder? Nee. Das ist natürlich dann die logische Alternative. Ja, links, obwohl links ist weiter weg. Links ist meistens immer beschissen. Rechts ist meistens ein Ausweg. Oder? Links, man geht natürlich eigentlich immer nach links, oder? Könnt ihr einfach Schere, Stein, Papier? Okay, ich bin für rechts. Rock, Paper, Scissors. Oh. Nee, komm, wir gehen rechts einfach. Ja, gehen wir einfach rechts lang. Fuck. Hallo? Okay, Wahnsinn. Das ist so ein ekelhaftes Labyrinth, wenn irgendwas jetzt so vor einem aufploppt, dann kriegst du Kotzen, ey. Ich krieg meinen Herzinfarkt. Okay. Rechts, links. Oh. Warte, hier? Hier waren wir auch noch nicht. Nee, schon gut. Weiter. Du hörst die Sounds auch. Ich hab ihn! Jawohl! Ja? Jawohl! Juhu! Good job! One more button to go. Noch einer! Nein! Siehst du? Sind wir da draußen? Vielleicht sollen wir den roten Knopf woanders finden. Lass uns mal woanders noch schauen. Hier oben war da noch mehr. Ich habe auch keinen Bock mehr auf das Kacklabyrinth, ohne Witz. Dr. Hogan Dredd's Laboratory. So, ein schönes Labor. Das ist sein Labor? Wow. Ja, ist unglaublich. Hier ist eine Tür. Labor. Oh, Alter, guck mal. Ach, du Scheiße, Mann. Boah, das ist Bobby? Richtig creepy, Mann. Das Bobby? Ist voll creepy. Slappy. Und wie Billy. Die auch aussehen, Mann. Haben die Kinder abge... Nee, das sind Puppen. Oh Gott. Ja, das sieht so... Ah. Warte mal, das kann ich gleich als Thumbnail nehmen. Warte. Yeah, bitte lächeln. Oh, macht er gut. So, okay. Gesichert. Wo bist du? Da oben. Was guckst du an? Ach so, da waren wir schon. Waren wir da schon? Nee, da waren wir noch nicht. Nee, da waren wir doch nicht. Das ist ein Labor hier. Ja. Boah! Alter! Alter, Falter, Mann. Okay. Das hat niemand gemerkt, dass wir die Tür hier aufgemacht haben. Alter! Was ist das denn für... Hä? Alter! Tom? Alter. Ja, schön okay. Hier. Wollen wir nicht gehen? Ich geh jetzt aus dem Ofen. Oh, schöner Ofen. Los, lass uns gehen. Okay, schnell weg. Boah, warte. Ist hier hinten noch was? Warte. Ist hinten noch irgendwas? Hier ist ein Knopf. Was? Nice. Was nice. Ist ein roter Knopf? Nee, oder? Nee, das war ein ganz normaler Knopf. So. Das war einfach nur ein Knopf. Was haben wir jetzt aktiviert, Klick. Mann? Jetzt wissen die, dass wir hier sind. Ja, jetzt... Jetzt kommt die also rein. Oh. Das war's. Ich hab voll Schiss, dass die Dinger irgendwie lebendig werden. Geh du mal auf die Dinger. Ah, okay. Und jetzt, puh. Hier lang? Ja, okay. Hä? Nee, von hier kam... Was ist das denn? Das sind Räume. Aha. Aber für was?
Was machen die denn? Wie die richtigen Hooligans erstmal auf den Tisch und alles zertreten. Das ist okay. Eine Ofen? Keine Ahnung. Ah, hier ist eine Kiste. Warte, war da auch eine Kiste? Ja, sie ist drin. Ja, da war auch eine Kiste. Hier ist mal die Räume hier auf, du rennst überall vorbei. Ich sehe was drin. Ich werde hier ist irgendwo was drin. Ah, ja, hier ist ein Buch, hier ist ein Buch. Ich hab ein Buch gefunden. Halt, warte auf mich. Ja, ja. Ist hier irgendwo. Okay, wo war das Buch? Hier ist es. Oh, ich hab's da raus. Ja, lies mal. Liest du mal. Das liegt so. Da. Da draußen, da draußen. Doctor's Diary. Dr. Hogan Dredd. November der 5. 1987. The Dolls are coming out with great success. I will only get one shot at making the perfect doll. Hast du gerade... Was hat er gesagt? Ich kann mich bloß immer auf eins konzentrieren. Er will halt jetzt... Er will die perfekte Puppe erstellen, die genau das macht, was er will und genau das tut und sagt und macht, was er will. Aber es ist sehr schwierig und wenn es nicht klappt, war es das. Dann war alles bis jetzt umsonst. Aber der hat doch hier 1000 Puppen. Ja, also schon. Der will halt die perfekte zusammenklatschen. Slappy, Billy und Bobby, oder? Überhaupt nicht Klischee-Namen. Yeah. Was ist das denn? Haben wir alles angeschaut? Was ist das denn hier? Was ist das? Ach, das ist eine Map! Nicht ernsthaft jetzt, oder? Warte mal, was steht denn da? Hä? Das ist ein roter Knopf. Ach so. Ach, soll ich dich leiten? Ach so. Ja, mach mal. Soll ich dich leiten? Boah, super, dass wir das sofort gesehen haben. Ey, das ist immer okay. So. Irgendwas übersehen wir immer, Mann. Okay, gehst du rechts rein. Also, das erste, warte, mach genau. Ich bin genau beim Eingang, siehst du mich hier, oder? Warte mal, geht das sogar? So, zack, okay. Eins, zwei. Von dir aus gesehen rechts, eins, zwei. Eins, zwei. Von dir aus gesehen links, eins, zwei, drei. Ja. Von dir aus gesehen links, eins. Ja. Von dir aus gesehen müsste es da sein, links. Diesen Button haben wir schon abgebaut. Ernsthaft? Hier ist aber nur einer. Mann. Das soll nur einer sein, Mann. Oh, das war so scheiße klar, Mann. Oh. Okay, du musst zurück. Von dir. Oh, fuck. Wo soll denn der andere Fickknopf sein? Der muss hier irgendwo anders sein. Alter, Mann. Oh Gott. Ich dachte, das ist der, dass der nur noch angezeigt wird. Ich dachte, Mann. Die Karte ändert sich dann. Kacke. Boah, leck mich am Arsch. Haben wir 3 Stunden hier rumgebraucht, Mann. Ja. Okay. Komm wieder raus. Ah, da bist du. Hier, bist du hi. Komm mit. Oh, Mann. 5 Jahre später, okay. Hier geht's raus. So. Das ist eingekackt, ey. Okay. Komm, jetzt such mal diesen anderen scheiß Knopf. Der muss hier das irgendwo sein. Das kann nicht sein, Mann. Der muss hier irgendwo sein. Ich wette, der hängt jetzt hier irgendwo richtig fett an der Wand. Ich habe irgendwas gedrückt. Vielleicht hier? Ja! Hier! Oh! Mein Gott! Oh! Das gibt's ja wohl nicht! Ah. Na los! Ah! Oh! Alter, war das laut! Was war das? Oh Mann, was war das denn jetzt? Hä? Bobby, die Tor. Ah, Bobby sagt das. Bobby? Arschloch! Bobby ist die Puppe da hinten gewesen, oder? Genau, der Tor genau wie oben. Bobby, war doch die Puppe da hinten? Ja, hier ist Bobby. Ja, das ist Bobby. Bobby, das ist ein Arschloch-Bobby. Ach, das ist Bobby, die Fresse ist Bobbys. Okay, und das ist oh, Slappy. Oh, Alter. Okay. Super, dass sich die Sounds wieder so laut hat. Ja. Okay. Was war das? Okay, jetzt können wir auch hier durchgehen. Oh, Mann. Willst du vorgehen? Ja, natürlich. Ich möchte immer vorgehen. Hä, ja, was ist da? Einmal nichts. Hier ist gar nichts. Hier ist einfach schwarz. Schwarz. Hier auch. Man kann ja nicht reinschauen. Ah! Stopp, wo? Schnell weg! Weg! Was war da? Hier! Alter, was ist los? Was passiert? Alter, ist das laut, Mann! Wieso erschrecke ich mich immer wieder? Okay, es geht nicht mehr. Alles gut. Boah, Junge, ey, ohne Scheiß. Ah, Alter! Gehst du bitte vor? Jetzt erschrecke ich mich nicht nochmal. Ah, okay, ja, okay. Kann man hier nicht reingehen? Ja. Wow. Was ist das denn? Hä? Jetzt ist ja alles schwarz.
Geht's da durch? Hä? Wow. Alter. Ja, ein bisschen sneaken. So. Was ist das denn? I think the dolls I wonder if they wanna hurt me. Die haben mich gerade alle angeschaut, Mann. Die haben gerade alle in die Mitte geguckt und jetzt haben die mich alle angeschaut. Nein, die wollen mich nicht wehtun. Die wollen mir nicht wehtun. Alter. Ob die ihr eigenes Denken haben, fragt er sich. Junge, ey. Also ich glaube schon, dass die müssen ihr eigenes Denken. Ich glaube nicht, dass sie einfach so. Ich stehe jetzt aber hier in der Mitte. Jetzt müsst ihr mich angucken. Guckt mich an. Wir sind schon wieder eingeschlafen. Da hinten ist nur, warte mal. Ja. Ich bin auch ganz langsam, ganz langsam. Das sieht voll geil aus hier. Ach, das ist ein Pendel. Das ist aber ein schweres goldenes Pendel. Oh, die Gold Ridge. Ach, hier, guck mal, das sind die Auslieferungen. Ah. Und das hier ist quasi irgendwie die Kommandozentrale. Uah, ist das ekelhaft. Schnell weg hier. Wie gut, dass wir so schnell weggehen können. Das ist voll der. Ja, wie gut, dass wir so schnell rennen können. Warte mal, wir gehen mal über hier rein in den Shipping Truck 1, vielleicht ist da noch irgendwas. Nee. Du kannst da nicht durchgehen. Oh, Alter. Kann man da lang gehen? Ja, ich will gucken, ob hier noch irgendwas ist. Wow! Oh no. Why am I back here? Alter! Alter! Ich kann nicht laufen? Alter. Ich habe das Gefühl, dass wir. Geh weg! Oh, hier! Hier, das Laboratorium ist aufgegangen. Wir können. Hier sind unsichtbare Wände, okay. Sehr gut, da gehen wir jetzt auf natürlich. Natürlich ja, rein, wir entscheiden uns frei, da reinzugehen. Wir haben ja keine andere Wahl, dann müssen wir hier raus. Ich bin so schnell. Du bist schneller als ich. Ganz ruhig. Bitte links abbiegen. Alter, natürlich. Alter, das geht jetzt auf. Geh zurück. Gleich explodiert's. Jack ist in der Box. Ja. Der ist Jack. Oh. Alter, Gott, Mann. Arschloch. Geh weg. Das ist jetzt Jack oder was? Alter, ist der ugly, Mann. Klar ist der ugly. Das ist ugly Jack. Siehst du ihn? Er sieht aus wie Gollum. Wie du den anguckst. So sah das gerade aus. Ja, hab ich auch. Okay. Ja gut, weiter geht's, ne? Guck mal hier. Mit Springen geht das alles 50 Mal schneller. Ach, stimmt, ja. Oh das nein, eine Bibel. Oh nein. Da kam einfach ein Typ. Der ganze Bildschirm voll war, Mann. Alter. Oh. Boah, warte mal. Boah. Junge, hast du das gesehen? Ja. Hast du dich erschrocken? Ja. Alter, da kam einfach ein Typ drauf. Ich dachte, boah, ja toll, also jetzt wird er ja 5 Kilometer dreckige Labyrinth-Scheiße, aber... Jo, Alter. Okay, so langsam wird's echt heftig. Ich hab es aufgenommen. Darf ich es mitnehmen dir, oder? Nee, lass es da. Sonst wird der Typ böse. Oh Gott, es hält dich. Ich kann es nicht wieder planten. Ich hab's einfach weggeworfen. Bitte tut mir nichts, ja. Nimm's doch mit, vielleicht brauchen wir es ja sogar. Jetzt hab ich's weggeschmissen, toll. Okay, das ist einfach bloß eine Bibliothek. Die verwirrend ist. Ich hasse verwirrende Bibliotheken. Alter. Ey, da kommt. Das ist doch echt ein Scherz, ey. Oh, jetzt geht's schon wieder nach rechts oder links. Ich geh mal nach rechts. Ja, da, hier sind wir doch hergekommen. Hier hast du das Scheiß da rausgenommen. Da hast du das Zeug geklaut. Boah. Gehen wir mal nach rechts. Das ist ein richtiger Labyrinth, ey. Man kommt immer da raus. Hier ist noch eine Kiste. Hier ist noch eine Chest. Wahrscheinlich sollen wir das gar nicht klauen. Komm, wir gehen einfach hier mal durch. Hier sieht's. Hier. Ah, okay, sehr gut. Ja, okay, wahrscheinlich. Ah, ich erschreck mich nicht. La. Kommt nix. Nein. Alles easy. Okay. Oh, wir können den Elevator callen. Call on me. Better call the elevator. Better call elevator. Kommt der jetzt hoch? Better was call denn? Ele. Nee, der kommt nicht mehr. Wahrscheinlich geht der gleich auch mit so einem unglaublich tollen Ton auf. Oh. Oh, wow. Geil. Nice Elevator. Sind wir da? Haben wir es geschafft? Na, ab, oder? Immer hoch. Ich will erst mal wissen, was der... Geil. Ja. Kenn ich. Jetzt ist die Musik echt richtig laut, merke ich gerade. Wow. Oh, fuck. Wir hätten auch nach unten können sein. Wir hätten. Ja, das. Na, siehste, ja, man fährt ja auch nur nach unten. Weil, wenn wir von oben jetzt runterfallen, dann sind wir eher tot. Was soll das? Der bewegt sich, was macht der? Wir werden jetzt von dem Typ erwischt, Mann. Halt deine Schlagfaust bereit. Ja. Halt die Kiste bereit.
Wenn man schon die Ecke stellt. Hallo? Hallo? Ja, an dieser Looks Stelle like endet die climbing out the top of the elevator. Climbing on the top, hä? Ach so, man kann hier raus. Ah, guck mal! Ja, ja. Ach, cool! Leute, ich hab die Dings gar nicht gesehen, die Leiter. Jetzt sind wir nach oben gefahren, oder? Sieht man? Ach, guck mal, das erinnert mich voll an Toy Story 2. Oh, ja, ja, stimmt, stimmt. Wir können entweder jetzt runter. Nein, wir dürfen nicht runter. Ich schwebe. Hui! Ach so. Ja. Okay. Aber wir sollen anscheinend irgendwie hoch jetzt, oder? Nee. Ach, hier, guck mal, Lian. Oder Ketten. Ah, guck mal, das funktioniert. Ah, okay, okay. Okay. Ja, also wir sollten doch hoch. Aber warum sind wir nach oben? Nee, aber gehen wir jetzt nach oben? Hm. Wir sind aber, kann das sein, dass wir keinen einzigen Meter mit dem Rollstuhl gefahren sind? Ja, das ist, weil wir theoretisch nach unten gehen. Mit dem Rollstuhl, vor allem mit dem Fahrstuhl. Das wäre das Logische, nach unten zu gehen, aber... Okay. Okay. Huch. Wo bist du? Oh, Shift muss man drücken, okay. Du musst hier hin. Nee, musst du eigentlich nicht. Okay, hä? Jetzt nee, kommen wir aber auch aus dem Lüftungsschacht raus oder so. Wo bist du denn? Hallo, kommst du jetzt mit? Ja, es war voll knapp. Das ist ja gar nicht Schacht. So schwierig, du musst aber... Ja, ich bin auf der falschen Seite hoch. Wow, wow, wow. Oh, ich wäre fast runtergefallen. Okay. Oh, ich bin so schnell, ey. Ui. Ah! Buh, drei Menschen? Nee, drei Puppen. Puppen, ja, war gar nicht gruselig, ey. Okay, was sind wir denn jetzt hier? Hast du die Musik? Ja, oder? Ja, ja. Bum, bum, bum. Das kenn ich. Die lasse ich einfach an. Können uns da die. Nee, die GEMA kann da nichts sagen. Das ist, glaube ich, zu alt. Das ist nicht. Klassisch, ja, ja. Also, was ist das hier für ein creepy Shit? Book inside. Dr. Okay. Dredd's Laboratory. Was? Halt's Maul, ich will das jetzt vorlesen. Warte. Schnauze. Mach die Musik wieder an! Ich hab die CD nicht. Okay, ach, warte. Du Scheiße. Jetzt also. Was. Dr. Hogan Dredd, November der 12. 1987. I'm so close to finishing my greatest creation of all time. On the last few moments before it is completed, I have decided to record my legacy, so I may go down in history as the man who single-handedly created the greatest doll ever made. It shall be a perfect doll, a perfection among fairies. It will be constructed of human parts and other dolls. This is my final entry. Of human parts and other dolls. Der Typ muss doch tot sein, oder? Was ist denn das für ein kranker der Bastard? Aber wir sind ja in den 80ern, da war das normal, da war das in jedem Haushalt gang und gäbe. Achso, wir sind in den 80ern, achso, okay. Ja. Ja, war das 1987? Stand doch, ich hab das andere Buch nicht mehr. Ja, gehen wir mal zu seinem blöden Laboratorium. Gehst du bitte vor? Willst du vorgehen? Ja, 1987. Ich, warte mal, ja. Nee, geh du vor. Oh, es wird heller? Teller? Das ist niemals gut. Doch, ein Fahrstuhl? Finally, a torch in this place. Oh nein. Toll. Oh nein. Hab ich die jetzt etwa ausgeblasen? Oder was? Was genießt? Oh, eindeutig. Oh, Musik. Oh, das ist Kevin MacLeod Musik. Oh Gott, die finde ich so gruselig. Weil ich die noch nicht tausendmal gehört habe. Das ist wie bei Alien, diese. Nee, wie bei. Oh ja. Alter, wer? Oh, was ist das denn? Gehirn. Das Alter! Ist eindeutig ein Gehirn oder ein Pilz. Aber es glaube ich soll ein Gehirn darstellen. Achso. Kranker Scheiß, ey. Was ein kranker Bastard das war. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Was? Alter, was ist das für ein Vieh? Wo ist dieser Dr. Dredd, Mann? Der muss doch tot sein, wo er sich aufgefüttert hat. Dr. Dredd? Ja, der heißt Dr. Dredd. Ach so, stimmt. Power? Ach, guck mal hier, wollen wir das Ding mal zum Leben erwecken? Oh. Ja, natürlich, warum nicht? Okay. Alter, was ist das hier für ein kranker Shit?
Ach, guck mal, hier ist das Teil. Oder was ist das? Ist es das jetzt oder das? Ja, stimmt. Nee, das ist da drinnen. Ich glaube, der macht das aus den Körperteilen da drin und saugt das dann. Was ist Drain und Fuse? Weiß ich gar nicht. Das sieht voll krank aus hier. Power Drain Fuse. Shit. So, so, muss gleich alles gleichzeitig. Wahrscheinlich anschalten. Kann ich ja nicht durchgehen? Nee. Anschalten, dann mit Wasser versorgen, Alter, irgendwie sowas. Boah. Und dann Fuse. Ja, okay, lass uns mal weiter. Okay, ja, lass uns bitte weitergehen. Das ist ja nicht so, wirklich. Das ist ja schön. Jetzt wissen wir Bescheid. Ja, ja, wir sind hier auf jeden Fall, ist auf jeden Fall alles zu Hause, wo Kinder immer willkommen sind und am Samstag immer schon Familienabend ist. Ja, sehr schön hier. Da ist eine Puppe. Okay. Ja, was war denn das? Bleib da liegen. Wir können nicht mehr zurück. Fuck. Eine Wall. Eine Wall. Nein! You're alive? Please, Doctor, don't hurt me. Why are you calling me Doctor? No. Could it be? I can't be. Ow! Make it stop! Oh my god, did I do this? This is horrible. Nein, ich war das nicht. Blood rushing down my arms and through my body as anger takes over. I feel so powerful. I feel alive. Bist du es gewesen? The Dollmaker. Götz. Das ist wie so eine Leuchtreklame. Okay, war es das jetzt? Ja, das war es tatsächlich. Das war es, okay. Dum. Warte. Hey guys, Chronicle Beast here. Thank you for playing my map. Kein Problem. Your accomplishments of completing my map, I'll award you with the flower I got from the field. Sorry about that. That was the last jump scare you'll see. Or is that what I want you to think? Was ist jetzt? Geht das noch weiter? Jetzt kommt der nächste Jumpscare. Anyways, du bist auf der anderen Seite. I hope you enjoyed. And yeah, bye. Bye. Okay, jetzt kommt noch ein Jumpscare. Boah. Ach, das ist Chronic Beast. Du bist ja schick. Ich hab ja gar nicht gepeilt, was es hier war, Alter. Was ist das? Hä? Wir waren. Das war der Doormaker. So. Und wir haben jetzt quasi in sein Labor rein. Ich weiß aber nicht, was das am Ende war. Da waren Teile am Anfang verschwunden, weil wir drüber gelabert haben. Oh Mann, ey. Aber wir haben den auf jeden Fall, wir haben den umgebracht oder so, weil wir... Ja, und ich fühle mich jetzt voll powerful, oder? Ja, vor allem du am Ende so... Weil ich habe auch gedacht, dass das ein Twist ist, dass ich das jetzt wäre oder so, aber... Also ja, wir haben den auf jeden Fall umgebracht und das war ja dann, da waren ja auch schon Beile und so weiter, war ja alles an der Wand. Und das war ja ein quasi jetzt ein Menschpuppe, eine Menschpuppenkreation. Und wir haben die dann umgebracht. Da sind wir am Ende. Auch, ich weiß nicht, also wir werden uns jetzt gleich nochmal anschauen, was jetzt der Twist der ganzen Geschichte war. Weil wir haben jetzt auch am Ende drüber gelabert. Das ist halt so ganz nicht unproblematisch gewesen. Aber wir danken fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war auf jeden Fall doch ziemlich scary, muss ich sagen. Ja, und auch großen Dank an Denotin, der eine unglaubliche Hilfe war. Nee, aber wir haben es ja tatsächlich geschafft, uns zu navigieren, was überhaupt nichts gebracht hat am Ende. Ja. Aber ja, auf jeden Fall schaut auf seinen Kanal, da werdet ihr nichts finden, aber bald überhaupt wird's. Überhaupt nichts. Vielleicht kommt da bald, gibt's da was. Ja, bald vielleicht. Bald explodiert die Welt. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, haut rein, macht's gut. Tschüss.